Hallo meine Freunde, willkommen zurück in Caracas, willkommen zurück in Venezuela, willkommen zurück zu ARA History Untold. Wir sind hier im Süden, das heißt im Süden, ich meine es ist der Süden, obwohl eigentlich ist es ziemlich in der Mitte der Map, auch das sollte mal definiert sein, unterwegs und wir versuchen hier uns ein wenig auszubreiten. Unsere Stadt ist untätig. Unser Siedler wurde erstellt und ist bereit, in die Welt hinauszuziehen. Ich möchte in der Tendenz hier nach Westen, im Westen was Neues. Und wir erhalten hier so ein bisschen die Info. Hier ist ordentliches Gebiet. Hier wäre großartiges Gebiet. Aber da kennen wir uns nicht aus. Tatsächlich, ich bin eher ein Freund hier von, auch wenn es da hinten erstmal wenig Holz gibt. Aber ich finde, das ist eine Engstelle, die zu kontrollieren, ist eine gute Sache. Wir müssen halt gucken, wie wir ums Holz rumbauen oder wo wir Holz herbekommen. Ein bisschen was ist ja da. Also hierhin geht die Reise nach Santa Rita. Und da wollen wir uns ansiedeln. Ab dafür. So, eine neue Stadt. Was haben wir noch? Einheiten untätig. Ja, unser Speerkämpfer hat hier mutig mit den Raubtieren sich auseinandergesetzt. Und wird jetzt erstmal nach Caracas zurückkehren, um dort zu regenerieren. Dafür hat er Stufe 2 erreicht. Auch schön. Da gucken wir, dass es auch weitergeht. Was haben wir noch? Ja, Raubtiere, Pelze, Leder, Festmahl. Das kennen wir. Und ein Lager mit Vorräten haben wir entdeckt. Das plündern wir. Und wir haben Steinwerkzeuge gefertigt. Die sollten wir hier, glaube ich, gar nicht mehr unterbringen müssen. Werkstätten sind verteilt. Der Hof hat seine... Das sieht alles soweit so gut aus. Töpfe wären noch gut, ne? Aber Keramik ist ja nicht. Töpfe und Dünger. Da müssen wir mal schauen. Ja, da sind wir erstmal durch. Jetzt ist unser nächstes Ziel, sagt uns ja, eine Steingrube und Wohnung. Wohnungsmangel wird immer ein Thema sein. Aber auch die Steingrube sehe ich relativ weit vorne. Die Steingrube möchte ich allerdings eher außerhalb errichten, denn wir können hier mal das Projekt angucken. Die Steingrube. Oh, Ernterohstofferträge von Mineralien, also diese hier. Das ist eher was für hier. Mein Interesse ist, dass wir zuerst die Wohnung hier bauen. Und etwas mehr Platz schaffen. Das möchte ich hinter uns gebracht haben. Damit haben wir das alles erstmal erledigt. Weiter geht die Reise. Und Einheit ist untätig. Ja, unser Späher hat hier noch ein Ruinenlager entdeckt. Auch das wollen wir plündern. Was wir hier mit Guastalito machen, das überlegen wir uns noch. Ein Abkommen vorgeschlagen. Georgien möchte handeln. Bestimmte Ressourcen werden... Ja, wir möchten handeln, das ist immer gut. Ich denke, da fahren wir auf keinen Fall schlecht. Wir haben einen Pflug gefunden. Das ist sehr gut, wenn unsere Siedler hier hinten was... So, ansonsten... Diplomatische Beziehungen. Sieht alles gut aus. Wir können weitermachen, würde ich sagen. So, Bronzezeit. Wir schreiten voran. So, Annehmlichkeiten. Schmuck ist dabei. Ihr seid dabei, hier in die Savanne zu ziehen. Und... So, unsere Beziehungen sind positiv. Wir haben ein Handelsabkommen. Und was können wir handeln?
Landverbindung. Joa. So wirklich sinnvolle Sachen haben sie nicht. Aber Keramiktöpfe, das geht auf jeden Fall. Die wollen wir ja auch irgendwo verwenden. Was sollen wir ihnen schicken? Pelz? Weiß nicht. Salz haben wir nicht. Schweine haben wir auch nicht. Gewürze haben wir auch nicht. Insofern. Seide gibt's nicht. Edelmetall behalten wir. Ne, Pelze wollen wir nicht. Also, wir bieten ihnen hier. Ich hätte gern Keramiktöpfe. Mach das mal. Weil damit können wir ja Dinge aufwerten. Gucken wir mal. Einheit untätig. Der Speerkämpfer ist da. Das ist wundervoll. Du bitte regenerieren. Und ja, heilt. Beziehung geändert. Die Stimmung wird etwas schlechter. Aber das macht nichts. Einheit untätig. Du da hinten. Was hast du denn geplündert? Vermögen, Glas- und Steinwerkzeuge. Okay. Hier kommen wir nicht drüber. Dann erkunde mal hier runter. Heute sind wir schnell dabei. Wir haben Segel. Wir haben Segel. Damit kommen wir auch an Fisch, das ist gut. Und der Koloss von Rhodos wäre eine Möglichkeit, wenn wir irgendwo 20 Keramiktöpfe herbekämen. Okay. Glaube ich aber nicht. Eine Verbesserung zur Meisterwerkerstellung ist da. Ja, sehr schön. Ja. Das ist fein. Das brauchen wir nur nicht. Wir sollten eine weitere Technologie erforschen. Und hier sehe ich uns. Oh, wo geht's weiter? Ich meine, wir wollen natürlich an die Meteoriten. Ich möchte aber auch. Da hinten wäre Gold. Und hier ist Elfenbein und so ein Kram. Also da müssen wir mal schauen. Ich finde, wir sollen ja für unsere Aufträge. Moment, was war's? Unsere Ziele, die Celsus-Bibliothek. Da sollten wir dann auch hinforschen. Hoppala. Und die Celsus-Bibliothek. Ne. Wo ist es? Hier ist die Pyramide. Okay, dann ist die hier nicht dabei. Hä? Na gut. Dann möchte ich König werden. Wir werden Monarch. Auf geht's. Wir erforschen das Gesetzbuch. So, das war schon mal. Neues Ereignis, Partycrasher. Ein kunstvoll verziertes Paket mit einer beigefügten Schriftrolle eines Stammesführers liegt auf unserem Schreibtisch. Die Nachricht lautet, wir laden euch und euer Volk ein, dem Herbstfest unseres Stammes beizuwohnen. Solltet ihr teilnehmen, gebt bitte die Informationen in dieser Rolle weiter, die unsere Regeln und Gebräuche erklärt. Okay, also. Wir können auf 7% Produktion verzichten für 10 Züge, auf 5 Wissen. Oder wir können sagen, wir bleiben da. Ich würde sagen, wir bleiben da. Wir kommen nicht, die mögen uns nicht mehr, das ist jetzt aber schade.
hier hinten die Schaumanani, wer auch immer ihr sein mögt. Wir finden es raus. Einheit ist untätig. Hier haben wir auf jeden Fall schöne Savanne. Geh mal in die Richtung weiter. Was haben wir noch? Speerkämpfer ist langsam geheilt. Das funktioniert auch. Wohnungen sind fertig. Sehr fein. Mit den Wohnungen haben wir die Möglichkeit, jetzt bis zu 10 Leute hier anzusiedeln. Das finde ich gut. So, jetzt kommt das Thema Steingrube. Bewässerter Bauernhof. Den sollten wir haben. Bräuchten wir aber Metallwerkzeuge. Keine Chance, an die ranzukommen. Für ein Blumenfeld bräuchten wir Farbstoff. Für eine Gärgrube bräuchten wir Trauben. Die sind hier oben. Da kommen wir hin. Und ja, Brunnen wäre teuer. Sägewerk brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Wir machen, was uns das Spiel vorgibt. Wir wollen die Steingrube und die passt natürlich da oben hin. Setzen wir ein. So, haben wir auch geschafft. Damit war es das schon wieder, oder? Grasland haben wir entdeckt. Also ja, das ist offensichtlich. Wir haben noch Steinwerkzeuge gefertigt. Auch das ist gut. Überleg, ob wir vielleicht einen Satz Körbe fertigen sollten. Vermögen wollen wir nicht reingeben. Holz auch nicht. Dann möchte ich 3 Körbe fertigen. Dass da mal ein bisschen was da ist. Und dann, ja. Unsere Modifikatoren, offensichtlich alles gut. Wir können weitermachen. Und den Stamm, den hatten wir auch entdeckt. So. Unsere Siedler sind auf dem Weg, hier die Versammlungshalle zu gründen. Annehmlichkeit, Festmahl läuft wieder. Speerkämpfer, 20 Gesundheit, sehr gut. Noch ein Stamm. Asentuani, die haben 2 Stammeskrieger. So langsam werden die ganz schön aggressiv hier. Wir reden mal mit denen. Ein aufgeregter junger Mann wendet sich an unsere Berater. Er verneigt sich tief, ehe er sie bittet, ihn als Lehrling zu akzeptieren. Seine Stammesältesten erklären, dass diese Anfrage eine enorme Ehre sei und der junge Mann unserer Nation dienen würde, solange wir ihm Bildung, Nahrung und ein Dach über dem Kopf gewähren. Jo, das machen wir. Da sind wir dabei. Es ist uns auch eine Ehre, dass du da bist. Und wir entdecken hier mal ein bisschen weiter. Damit bekommen wir so langsam ein Bild von der Map. Und mal gucken, wo die Reise hingeht. Was haben wir hier noch? Da leuchtet noch was. Also die Celsius-Bibliothek. Wie auch immer. So, Streitkraft geheilt. Das ist gut. Der Speerkämpfer ist wieder einsatzfähig. Den möchten wir jetzt da drüben vielleicht haben. Ich glaube, wir gehen hier auf Puma-Jagd. Und sobald die Steingrube fertig ist, werden wir mal Bogenschützen bauen, dass wir hier ein bisschen sicherer sind. Es entwickelt sich langsam. Fertigung abgeschlossen. Einheiten untätig. Stadt untätig. Nächste Runde. So, du bist fertig. Tatsächlich, ich weiß, es ist jetzt ein bisschen in eine andere Richtung, aber ich möchte hier auch nach Norden erforschen. Hier Georgien. Kann ich damit leben? Muss ich damit leben? Die Steingrube ist fertig. Das ist fein. Ein Weber kann textile Materialien herstellen. Das wäre schön, aber das machen wir jetzt nicht. Ich
sagte ja, ich wollte... Wir könnten Docks zur Verfügung stellen, aber die würden 10 Gold pro Runde kosten. Boah, das ist natürlich teuer. Ich denke, ich möchte erstmal einen Bogenschützen haben. Ein bisschen militärische Überlegenheit. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, mit Nachbarn ist nicht zu spaßen. Und wir sind vorbereitet. Erhöhung der maximalen Stadtobergrenze. Die Stadtobergrenze legt den Wert fest, wie viele Städte du hast. Ja, das ist klar. Möchtest du weitere Städte expandieren? Regierungsform ändern. Ja, das wissen wir. Weil wir haben jetzt Santa Rita gegründet. Und hier ist unsere Stadtobergrenze. Also das hier unten seht ihr immer die Limits. Sargasso-See. Und hier war die Beringsee. Okay. Auf hier möchte ich eigentlich eine Hafenstadt haben. Aber in Santa Rita. Hier gibt es dann auch das seltene Metall. Hier wollen wir das Getreidelager. 30 Nahrung und 30 Stadtwachstum. Die sollen möglichst schnell. Und hier wollte ich eine Steingrube bauen, dass wir da anfangen. Gebaute Verbesserung ist in Caracas, ja, das ist fein. Ihr werdet hier das Ganze erledigen. Ein Fertiger ist untätig. Ach so, ja, hier könnten wir in der Versammlungshalle ein Festmahl erstellen. In 125 Runden. Ja. Nee, den Sirup mag ich nicht dazugeben und das Getreide auch nicht. Das wird noch besser werden, das bekommen wir hin. So, läuft alles, das ist gut. Die Schaumani mögen uns nicht, dafür bauen wir jetzt hier. Die Gründer der jüngsten Stadt unseres Landes wenden sich an uns, um Rat zu suchen. Sie hoffen, in das Fundament der Stadt ein Leitprinzip zu zementieren, das ihr Schicksal vorzeichnet. Maurer stehen bereit und warten auf unsere Anweisungen. Welches Wort soll in den Eckstein der Versammlungshalle gemeißelt werden? Tradition. Die Tradition lebt. Santa Rita. Und jetzt müssen wir die irgendwie verbinden. Das sehe ich schon kommen. So, die neue Versammlungshalle ist fertig. Das ist gut. Georgien hat von freundlich zu neutral gewechselt. Mögen die das nicht? Da. Oh. Ich denke, da ist was im Anzug. Aber ich sagte ja, wir schützen uns. Wir bauen weiter Getreidelager. Setzen hier auch Keramiktöpfe ein. Was fehlt noch? Okay, wir haben einen Siegpunkt für die Santa Rita bekommen. Das ist fein. Währenddessen erforschen wir. Was wir mit denen machen, müssen wir mal gucken. Auf geht's. Viele Dinge. Akt 1 in der Bronzezeit. Zug 52. Caracas ist untätig. Ja, wir können wieder eine Region beanspruchen. Das ist schön. Haben wir das echt nochmal erklärt? Oh, ja. Ich wollte da oben zum Wein. Weil es hier auch viel Nahrung gibt. Und ich denke, darüber können wir Wachstum generieren. Punto Fio. Dann haben wir hier eine schöne Bucht.
und können dann weitermachen. So, wir haben einen Bogenschützen erstellt. Und ja. Möchten wir mehr Bogenschützen? Ich gehe nicht davon aus, dass unser Gegner Kavallerie hat. Insofern möchte ich noch einen Bogenschützen und einen Schwertkämpfer. Und ich sehe da schon eine Art Keilformation auf uns zukommen. Und dann werden wir gucken. Hier sehen wir es. Das ist das, was wir planen. Eine Keilformation hier vorne in Schwertkämpfer. Und hier hinten zwei Bogenschützen. Und dann sind wir fertig. Und das ist ein gutes Stichwort. Wir haben Pläne, wir haben eine zweite Stadt. Santa Rita ist am Entstehen. Und ich würde sagen, für heute war es das. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Beim nächsten Mal geht's auf Puma-Jagd. Und dann sehen wir uns wieder. In diesem Sinne, tschüss, bis dann.